Schon während des Studiums Praxiserfahrung sammeln und in einem namhaften Unternehmen Fuß fassen. Das ist wohl der Traum vieler Studenten. Seit 2019 bietet die Salzburg AG als Partnerfirma der FH Salzburg im Rahmen des Programms Study Work Support IT-Studierenden die Möglichkeit, 10 Stunden pro Woche fix im Unternehmen zu arbeiten und ihr Taschengeld aufzubessern. Der Prozess läuft so, dass die FH eine Ausschreibung macht, dann bewerben sich die Studierenden für gewisse Arbeitgeber und die werden dann uns weitergeleitet und daraus aus diesem Pool suchen wir uns dann die geeigneten Studierenden aus. Einer, der sich sofort bei Eintritt in die FH beim Study-Work-Support-Programm angemeldet hat und den heiß begehrten Arbeitsplatz bekommen hat, ist Lukas Kortner. Seit Mai letzten Jahres ist er Teil des Digital Technology Teams der Salzburg AG. Ich bin sehr zufrieden und sehr froh, dass ich da bin. Und es macht Spaß, dass ich eigentlich jedes Mal gerne ein und freue mich, wenn ich ins Büro gehen kann. Meine Aufgaben sind größtenteils Störungstickets im Zusammenhang mit den Smart Meter Services. Die was da kommen, das heißt, wenn irgendwo eine Software nicht funktioniert, wenn Lizenzfehler auftreten, wenn die Verbindung nicht passt oder neue Updates vom Hersteller kommen, dann tue ich die einspülen und schreiben, dass das Ganze wieder funktioniert. Neben viel Praxiserfahrung in einem jungen Team profitieren beide Seiten von diesem Programm. Erstens einmal sieht man bei den Studierenden eben, dass ein großes Interesse da ist und auf der anderen Seite können wir uns als moderner Arbeitgeber, vor allem bei uns im IT-Bereich, der bei uns Digital Technology heißt, präsentieren und Sie können dann sehen, dass wir modernste Arbeitsweisen und Arbeitsmittel haben. Auch bei der Einteilung der Arbeitsstunden wird auf den Stundenplan und Prüfungen, die der 21-Jährige hat, Rücksicht genommen. Auch wenn Lukas nicht Vollzeit im Unternehmen arbeitet, ist er immer up to date. Das klappt eigentlich größtenteils sehr gut, weil eben sehr viel über Microsoft Teams ausgetauscht wird, wann irgendwelche Neuigkeiten da sind. Ein paar kleine Details ist durchaus mal der Fall, dass man das überhört, aber bei den nächsten Dailies sozusagen, wo man eben dann für so Teambesprechungen hat, kriegt man das wieder mit und wird dann nicht auf die aktuelle Bahn gebracht. Das Engagement für Job und Karriere zahlt sich aus und ist eine solide Grundlage für die weitere berufliche Entwicklung. Auch das Gehalt des Studenten kann sich sehen lassen. Genau, das ist auch eine Vorgabe von der FH, das sind 640 Euro im Monat für 10 Stunden in der Woche und daneben gibt es noch einen Wohnkostenzuschuss von 120 Euro im Monat. Auch wenn Lukas noch ganz am Anfang seines Studiums steht, ist er mit seinen 21 Jahren wohl ein sehr zielstrebiger Student, der jetzt schon alles in die Wege leitet für eine erfolgreiche Zukunft in einem Top-Unternehmen. Grundsätzlich sehe ich mich schon, dass ich auch bei der Salzburg arbeite, zumindest das war ein Riesenwunsch von mir. Und ansonsten generell in der Technik möchte ich auf alle Fälle bleiben und was die Zukunft bringt, sieht man.